Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ja, ganz klar der Ärger, glaube ich. Wir haben wirklich eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt. Haben 1-0 geführt. Aber ja, ich glaube, aufgrund der ersten Halbzeit musst du vielleicht 2-3-0 führen. Und kannst dann zweite Halbzeit vielleicht noch ein bisschen befreiter aufspielen. Aber ja, grundsätzlich, das, was uns zweite Halbzeit passiert ist, darf so in der Art und Weise nicht vorkommen, dass du gleich rausgehst und gleich ein Tor kassierst. Daran müssen wir arbeiten. Werden wir auch daran arbeiten, aber auf die erste Halbzeit kann man natürlich schon aufbauen und vieles Positives rausziehen. Ja, ich glaube, dass die relativ aggressiv spielen werden, die haben das Messer hier. Ja, ich weiß, wie sich sowas anfühlt, wenn man bis zum Schluss kämpfen muss. Mein erstes Jahr hier war genauso. Ja, die werden uns nichts schenken und wir müssen da sehr, sehr wach sein, sehr konzentriert auftreten und unser Spiel den Gegner aufzwingen. Ja, und natürlich wollen wir wieder ein gutes Heimspiel liefern. Ich bin grundsätzlich immer motiviert, weil es geht um Punkte, es geht um Tabellenplatz, es geht auch viel für den Verein, TV-Gelder. Ja, wir wissen das auch, wir Spieler. Aber grundsätzlich musst du für jedes Spiel motiviert sein, wenn man vor so einer tollen Kulisse spielen kann mit geilen Fans. Heimspiel, ja, gibt nichts Schöneres, als hier aufzulaufen und immer Gas zu geben. Ja, grundsätzlich habe ich jetzt ja eine neue Position vor der Abwehr, wo in erster Linie meine Aufgabe darin liegt, dass ich den Jungs vor mir den Rücken frei halte und im Spielaufbau tätig bin. Aber ganz klar, wäre schon schön, mal wieder ein Tor zu erzielen. Ja, sind ja noch 5 Spiele und wenn sich die Möglichkeit ergibt, werde ich auch einen reinmachen. Ein Konkurrenzkampf ist ja extrem wichtig. Man hat es ja auch schon vor der Saison gegeben. Den gibt es jetzt auch und das ist auch extrem wichtig. Ob jetzt der Dom oder ich spiele, wer dann am Ende gut trainiert oder wo der Trainer das bessere Gefühl hat, dass der spielt, der wird auch auflaufen. Und ja, für mich persönlich ist es extrem wichtig, einen Konkurrenzkampf zu haben, weil es sich einfach besser macht. Und man darf sich sowieso nie ausruhen. Und von dem her finde ich das, also sehe ich das als positiv an. Und ja, Dom ist ein guter Spieler. Ich bin, glaube ich, auch ein ziemlich ordentlicher Spieler und wer dann am Ende spielt, das entscheidet der Trainer. Wir können es dem Trainer eigentlich nur so schwer wie möglich machen. Ja, ich finde es schon erstaunlich, wie Ajax jetzt in den letzten Spielen in der Champions League aufgetreten ist. Ist für mich so ein Geheimfavorit, aber ich würde mir wünschen, dass Liverpool die Champions League holt. Ja, aufgrund des vorigen Jahres, wo sie gescheitert sind gegen Real, die haben es einfach verdient und es ist auch eine geile Truppe, die einen geilen Fußball spielt. Super Trainer, dem sich's verdient.